wohin die Wege uns auch führen. Unsere Natur verbindet uns und lässt uns erkennen, was im Leben wirklich zählt. Und das ist gut, besser, Gösser. Um das Wertvollste zu bewahren, nachhaltig gebraut. Was ist neu bei Ford? Nutzen Sie das Angebot Service von Ford Huber Kapfenberg. Dieses Mal gibt es gleich zwei neue Modelle von Ford im Autohaus Huber in Kapfenberg zu bewundern. Zum einen den neuen Ford Puma, der sich vom sportlichen Cityflitzer der 90er Jahre zur offroad-tauglichen Wildkatze entwickelt hat. Und zum anderen den Ford Cougar in komplett neuem Design. Erfahren Sie alles über PKW-Modelle, Nutzfahrzeuge mit den verschiedensten Antriebsvarianten. Beide Modelle sind mit den neuen, sparsamen und umweltfreundlichen Hybridmotoren ausgestattet. Den Ford Cougar gibt es auch als Plug-in, der bis zu 60 Kilometer Reichweite rein elektrisch fahren kann. Die neuen von Ford, Cougar und Puma, jetzt Probefahren. Autohaus Huber, Kapfenberg. Like a bird on a tree. I'm just sitting. Es ist schon lange kein Traum mehr, sondern die E-Mobilität wird die Zukunft. Alles über E-Mobilität von Kia, jetzt im Autohaus Huber, Nickersdorf. Wir stellen Ihnen heute unsere neuen E-Fahrzeuge vor, den Kia e-Niro und den Kia e-Soul. Die Fahrzeuge sind nicht nur wirtschaftlich, sondern haben auch wirklich Motorleistung. Wir haben beim Long Range 204 PS Elektromotor 395 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, diese Fahrzeuge sind nicht nur wirtschaftlich, sondern machen auch wirklich Spaß. Wenn man will, kann man das Auto auf einer Kreuzung loslassen. Es schnäpft los wie ein Gummiringerl, Beschleunigung ohne Ende. Und wenn ich dann auch anders will, kann ich wirklich sparsam durch die Gegend fahren. Alle unsere Ausstattungen haben serienmäßig schon das 7 Zoll Media Display drinnen mit Navigation, die alle E-Tankstellen, also E-Ladestationen anzeigen, und das Auto rechnet automatisch schon, wie weit kommen wir und wo kann ich am besten das nächste Mal tanken. Eine unverbindliche Probefahrt wird Sie begeistern. Vereinbaren Sie einen Termin bei Kia Autohaus Huber Nickersdorf. Gefällt's mir? Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für eine Biere lohnen? Nein, aber darf ich dir für Kracher lohnen? Ja. Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So viel da, wenn's das nicht kennt. Gut, besser, Gösser Kracherl. In der ersten Klasse Murmürz B geht es in die siebte Spielrunde und wir sind beim Derby Nickersdorf gegen ProLeb 2 für Sie dabei. Und heute gibt es ja das Jubiläum da in Nickersdorf, 100 Jahre Fußball Nickersdorf. Da sind natürlich viele Zuseher da und der Tabellenführer Nickersdorf hat ja schon einiges eingefahren. 6 Spiele, 18 Punkte und da können wir heute einiges erwarten. Schauen wir uns dieses Spiel gemeinsam an. Über 400 Zuseher sind bei diesem erste Klasse Murmürz-Schlagerspiel beim Derby da mit dabei in Nickersdorf. Der Tabellenführer Nickersdorf ist der Favorit heute. Der Schiri Dominik Wellhaber aus Graz, den Matchball sponsert der Nickersdorfer Bürgermeister Johann Marak. Los geht's! Da gibt's noch ein super Erinnerungsfoto, ein tolles Bild, die jüngsten Nickersdorfer da mit der Kampfmannschaft vereint. Das gibt was her. Die in Violett spielenden Nickersdorfer da gleich mit dem ersten Angriffsversuch. Treffer gibt's da noch keinen. Zu Beginn merkt man schon, auf ProLeb 2 kommt heute einiges zu.
Und in Minute 29, da gibt's auch schon den ersten Treffer für Nickersdorf. Marco Biegnetter drückt ein zum 1:0 für Nickersdorf. Was für ein Auftakt. Nickersdorf sehr druckvoll unterwegs, spielt einen guten Fußball, kombiniert super. Wieder ein toller Angriff der Kraschitzer Truppe und ein schöner Abschluss. Kevin Prieser erhöht da auf 2:0 für die Nickersdorfer. Nickersdorf hat ein gutes Kollektiv, das sieht man. Und da hätte ein Heber super gepasst. Proleb 2 tut sich schwer, ist aufs Verteidigen aus. Und da gibt's eine heiße Strafraumszene. Nickersdorf nach vorne sehr stark und die Abwehr, die wird selten gefordert. Nicole Lösch im Proleb-Tor macht eine gute Figur. Biegnetter Nickersdorf da mit einem guten Freistoß. Wieder ein beherzter Angriff der jungen Nickersdorfer und Biegnetter macht das 3:0. Der Jubel natürlich groß heute. Dann gibt's noch eine Härteeinlage vor der Halbzeit und das führt zu 2 roten Karten. Richtig gemacht vom Schiedsrichter. Aber vielleicht hätte noch ein Proleber marschieren können. Und mit dem 3:0 geht's in die Halbzeit. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Simunovic, technisch stark bei Proleb, stemmt sich da entgegen. Aber Nickersdorf bemüht sich und will natürlich noch mehr Tore schießen. Das wäre gut fürs Jubiläum. Ja, und der Biegnetter heute in Torlaune und macht das 4:0 für Nickersdorf. So schaut's aus. Und nach einem Vergehen im Proleb-Strafraum gibt es Elfmeter für Nickersdorf und Gelb. Und Fabian Prieser tritt an und verwertet da zum 5:0 für Nickersdorf. Nickersdorf hat aber noch nicht genug. Biegnetter besorgt das 6:0. Und ein paar Möglichkeiten werden da auch noch leichtsinnig vergeben von den Nickersdorfern. Und dann ein Proleb-Vorstoß von Custo und der Schuss, der ist zu kraftlos. Casolo Proleb holt sich da den gelben Karton. Und weiter geht's wieder mit einem Nickersdorf-Tor. Nico Ebner drückt ein zum 7:0 für Nickersdorf. Ja, und die Technik kommt natürlich auch nicht zu kurz heute. Und zum Abschluss wird nochmal gejubelt in Nickersdorf. Kevin Prieser stellt mit diesem Tor den Endstand her. 8:0 für Nickersdorf. Ein toller Beitrag zur 100-Jahr-Feier da. Stimmen zum Match? Ja, der Felix Licker als Proleb-2-Kapitän hat heute einen schweren Stand gehabt. Eine 8:0-Pleite in Nickersdorf. Was war der Grund? Ja, also bei uns war jetzt ein bisschen viel los, Anfang der Woche mit dem Trainerwechsel.
Und dann war die Mannschaft da ein bisschen neu. Also wir haben noch nicht oft in der Konstellation gespielt. Und jetzt schauen wir, dass wir Schritt für Schritt wieder in die Bahn finden. Aber es war schon ganz gut. Wir haben zum Teil gut mitgehalten, aber wir brauchen einfach noch mehr körperliche Voraussetzungen. Mehr Ausdauer, mehr Kraft. Und wenn man Prolep hernimmt, ist ja ein kleiner Ort, hat zwei Kampfmannschaften und das ist natürlich dann schon schwer. Ja, also wir wollen jetzt versuchen, dass wir an die Erfolge von der ersten Kampfmannschaft anschließen. Aber wir sind halt eine sehr junge Truppe, ausgenommen von mir. Und wir versuchen jetzt da langsam einfach ein Team zu bilden, das nächstes Jahr zumindest oder in der Rückrunde mitspielen kann. Ja, der Fabio Prisa ist natürlich hoch erfreut. Ein 8-0 Derby-Sieg, da wird richtig gefeiert heute. Ja, nein, da wird auf jeden Fall gefeiert, weil vor allem die 100-Jahres-Feier ist auch. Und Master also, und Spitzenreiter sind auch. Und das gehört halt gefeiert einfach. Das ist super. Einfach 8 Tore. Der Marco, der Pignetta, super gespielt. 4 Tore hat er gemacht. Das ist auch nicht alle Tag. Das ist super. Ja, und ich habe sie wirklich einen tollen Angriffsfußball gespielt. Das ist super, der Ball ist eingerollt und das war ein gutes Tempo drin. Ja, nein, das trainiere ich immer oft beim Training, das Tempo auch. Es ist nicht einfach, aber durch die Trainings, die wir in der Woche haben mit Gerald, ist es super Training und super Match auch immer. Ja, der Gerald Graschi ist ja alter, der Graschi ist ein gerealter Landesliga-Kicker, der gibt einem schon einiges mit. Ja, nein, da gibt es auf jeden Fall einen Bauer mit, auch in der Kabine immer vor dem Match und nach dem Match. Und da der Zusammenhalt, der ist super von der Mannschaft und ist auch nicht überall. Und das war die richtige Entscheidung, dass man mit der 17er in die Kampfmannschaft gegangen ist, geschlossen? Ja, nein, das war die richtige Entscheidung, weil wir haben auch schon als U17 eben zusammen gespielt und jetzt auch zusammen in der Kampfmannschaft. Das ist auch schon die Stimmung und so, man kennt sie so vom Privaten her, das ist super. Danke, hast du gut gemacht. Danke.